allem, in welchen Fällen wird sie eingesetzt? Das exklusiv gleich in meiner Sendung. Bis gleich. Da sind wir wieder, liebe Zuschauer. Schön. Herr Thomas, Sie waren mal Reifenhändler? Ich habe mit Reifen gehandelt, ja. Von der Redaktion von Punkt 12. Sehr geehrte Damen und Herren. Geschrieben von diesem Herrn. Ich bin der Meinung. Ja, gut. Okay. Sind Sie der Meinung? Ich die Korrespondenz veröffentlichen wir dann im Videotext auf irgendeiner Tafel. Ich sag mal, erstmal herzlichen Dank. Das ist komplexer, wie du merkst. Ich habe nämlich noch ein Thema. Ach was. Stell dir vor, ehrlich, ich habe noch ein Thema. Jetzt, ja, wenn ihr mir erlaubt, ja. Ungern. Jetzt ist nämlich der Moment gekommen, erstmal am Applaus für meine beiden Gäste. Jetzt ist der Moment gekommen, auf den viele von Ihnen sicher gewartet haben. Und ich, das kann ich Ihnen garantieren, wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Hier ist Ihr Sat.1-Team. Aus aktuellem Anlass muss Sat.1 heute leider seinen Programmablauf ändern. Bitte bleiben Sie dran. Es folgt gleich ein aktueller Situationsbericht von Ulrich Mayer, live aus unserer Nachrichtenzentrale in Berlin. Hier ist Ihr Sat.1-Team. Leider mussten wir aus aktuellem Anlass unseren Programmablauf ändern. Bitte bleiben Sie dran. Gleich meldet sich Ulrich Mayer live aus unserer Nachrichtenzentrale in Berlin mit einem aktuellen Situationsbericht. Sat.1 Nachrichten mit Ulrich Mayer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben es soeben bemerkt, Sat.1 hat die Übertragung der Sendung Schreinemakers Live abgebrochen. Der Sender bittet alle Zuschauer, die das Programm gerne zu Ende gesehen hätten, um Verständnis. Warum es notwendig war, die Live-Sendung in diesem Augenblick abzubrechen, begründet der Sender wie folgt. Margarete Schreinemakers steht im Mittelpunkt einer heftigen Diskussion in der Öffentlichkeit. Kernpunkt dieser Diskussion ist ihre Auseinandersetzung mit den deutschen Steuerbehörden. In steuerliche Angelegenheiten der Moderatoren mische sich der Sender grundsätzlich nicht ein. Eine andere Frage sei allerdings, ob den Moderatoren in den von ihnen selbst gestalteten Sendungen ein Forum eingeräumt werden solle, ihre eigenen Angelegenheiten zu thematisieren. Die Sat.1-Geschäftsführung meint dazu, genau das hatte Frau Schreinemakers aber öffentlich angekündigt. Wir sind der Auffassung, dass eine Moderatorin dieses Thema nicht zum Gegenstand der Sendung machen kann und darf. Dies widerspreche dem journalistischen Grundsatz, das eigene Medium nicht für persönliche Belange zu benutzen. Eine ausgewogene und sachliche Berichterstattung scheide aufgrund des unlösbaren Interessenkonfliktes der Moderatorin aus. Die Sat.1-Geschäftsführung ist aufgrund zahlreicher Anrufe und Zuschriften sicher, im Interesse der Zuschauer zu handeln. Sie erklärt weiter, wir wollen Frau Schreinemakers überhaupt nicht verwehren, sich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen öffentlich zur Wehr zu setzen. Sie kann dies jederzeit tun, nicht aber in ihrer eigenen Sendung. In der nächsten Woche soll Schreinemakers Live in gewohnter Form präsentiert werden. Zu den eine neue Situation für uns. Wir haben das noch nicht erlebt, denn wir mussten uns heute früher bereithalten als sonst. Wir halten uns immer ein bisschen früher bereit, weil man ja nie weiß, wann man genau abberufen wird. Aber heute war es, wir haben es gerade überlegt, ich war draußen auf dem Flur und da hieß es, komm mal rein, du bist früher dran als sonst. Denn Sat.1 hat, wie heißt der Fachausdruck? Abgeschaltet, ja. Abgeschaltet, Schreinemakers Live. Und viele Leute haben mich dann auf dem Flur gefragt, sagen, Mensch, hier, Herr Wickert, Herr Schmidt, hier ist ein Fax. Wie geht denn abschalten? Abschalten, das ist sozusagen die Sat.1 Abschaltemaschine. Ich kenne die sehr gut, weil ich seit dem 5. Dezember auch eine Standleitung dahin habe. Und diese Maschine, die sieht so aus. Für jeden Moderator haben wir bei Sat.1 eine Birne. Teilweise haben wir das auch ein bisschen, je nachdem, nach der persönlichen Struktur des Moderators, ein bisschen menschlicher gestaltet. Das hier sind die Birnen der größten Stars von Sat.1, Johannes, B. und Kerner. Und das kleine Birnchen hier, was ist das? Beckmann. So,
Und diese Birnen können jetzt sozusagen geschaltet werden, je nach Erfolg. Hier hat man mir versprochen, kommt bald auch eine Birne für mich hin. Ja? Es ist nur so Strom, aber ich bin kurz davor, die Birne zu kriegen. Sie werden verstehen, dass ich ein bisschen irritiert bin und ich habe mir deshalb gestattet, einen kleinen Blue Cursor mir hier einzuschenken. Und ich habe mich nochmal informiert, was hätte denn Sat.1 gemacht, wenn es schon Willkommen beim Nachtjournal früher hätte abschalten müssen. Man hatte Filme bereitgelegt. Man hatte Filme bereitgelegt. Für den Fall, dass man um 21.03 Uhr hätte abschalten müssen, wäre gekommen das Schweigen der Lämmer. Dann wäre gekommen um 21.27 Uhr für eine Handvoll Dollars. Und um 21.92 Uhr wäre ein Dreiteiler gekommen mit Richard Gere, Folge 1, Richard Harpier, Richard Ruffgear und hallo, ich war Cindy Crawford. Nun ist es erst so kurz vor Schluss gekommen, dass man mich von draußen reingeholt hat und gesagt hat, ich sag, was geht natürlich in Margarete Schreinemakers in diesem Moment vor? Wie hat sich auf die Sendung vorbereitet? Sah sie mit ihrem Gatten Werner Klumpe zu Hause und sagte irgendwie, Mensch, heute Werner, das muss kesseln oder wie geht man so ran? Ich weiß es nicht und dieses Nichtwissen möchte ich Ihnen ausführlich interpretieren in den nächsten 60 Minuten meiner Show. Meine Gäste heute Abend sind die noch Lebensgefährtin von Woody Allen und ehemalige Frau von Frankie Boy Sinatra, Mia Farrow, und der erfolgreichste deutsche Rapper, Bürger Lars Dietrich. Das war's mit dürren Worten aus dem Präsidentenzimmer von Boris Jelzin, Brzezinski, Rumski, Reklamski und dann Menschowski, Gudnachski und nicht Abschaltski bei Mirski. Der ehemalige... Gary O'Pier, ein Witzbold namens Gary O'Pier, ein Witzbold namens Gary O'Pier, 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 ein Witzbold namens Gary... Richtung 3, Richtung 5, O'Pier, 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 ein Witzbold namens Gary...